Ricardo, Ausgleich, ziemlich spät geschossen, sah lange Zeit nicht so aus, dass ihr das Spiel noch zu einem Unentschieden führen könnt. Was geht in dir vor nach dem Tor, das du geschossen hast? Ich konnte mit dem Tor meiner Mannschaft helfen. Das war wichtig, der Punkt hier mitzunehmen auf dem schwer bespielbaren Platz. Und wir haben uns echt schwer getan. Und ich denke, dass der Punkt verdient war. Du hast es angesprochen, dass ihr euch schwer getan habt. Kannst du mehr dazu sagen und zum Spielverlauf insgesamt? Ja, der Platz war jetzt nicht so im optimalen Zustand. Wir haben erst ein bisschen gebraucht, bis wir uns daran gewöhnt haben an den Platz. Dann konnten nicht unser Spiel aufziehen, was wir sonst immer spielen. Aber ich denke, hinten raus haben wir gegen den Ball gut gespielt und deswegen auch für den Tor gemacht. Kannst du sagen, wie du das Tor gemacht hast? Der rechte Verteidiger hat immer spekuliert, dass die Linie lang geht. Habe halt mal aufgezogen, habe mein Glück probiert und der Ball ist halt reingefahren. Ihr seid ja zumindest vor dem Spiel punktgleich mit dem Tabellenersten gewesen, spielt eine sehr erfolgreiche Saison. Ja, wie sind die Ziele und wie ist die Situation in der Mannschaft? Die Situation in der Mannschaft ist gut. Wir sind alle sehr positiv, wollen von Spiel zu Spiel eigentlich denken, wollen einfach jedes Spiel gewinnen. Das will, glaube ich, jeder. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Euer nächster Gegner ist zu Hause, dann Balingen, ein Verfolger, der 5 Punkte hinter euch war, zumindest vor diesem Spiel. Was wird das für ein Spiel? Das wird ein Spiel wie jedes andere. Es wird schwer. Gute Mannschaft, spielerisch stark. Und da müssen wir unser Bestes abrufen, wie in jedem Spiel mehr als 100% geben. Und dann schauen wir, was da passiert.